Wie leite ich h von x ab? Ich schreibe die Wurzel wieder um. Das heißt, h von x gibt umgeschrieben, statt Wurzel schreibe ich Klammer hoch 1/2. Habe also Klammer x hoch 3 minus 4x hoch 1/2. Und jetzt kann ich wieder mit der Kettenregel ableiten. Das heißt, die Ableitung ist Klammer hoch 1/2. Die alte Hochzahl kommt vor, also 1/2 mal das Innere der Klammer bleibt immer unverändert. Und oben die neue Hochzahl ist 1 kleiner. 1/2 minus 1 gibt minus 1/2. Was fehlt? Innere Ableitung. Also mal innere Ableitung. Wenn ich das Innere ableite, x hoch 3 abgeleitet, gibt 3x Quadrat. 4x abgeleitet, gibt 4. Im Prinzip wäre das schon die Ableitung. Man kann das Ganze noch vereinfachen. Und zwar minus 1/2. Das Minus sorgt dafür, dass die Klammer runtergeht. Also habe ich 1 durch Klammer x hoch 3 minus 4x hoch plus 1/2. Und hoch 1/2 kann ich umschreiben als Wurzel. Das heißt, machen wir mal mehrere Schritte auf einmal. Diese Klammer kann ich mir vorstellen als Klammer durch 1. Das heißt, über dem Bruchstrich habe ich nur diese Klammer, 3x² minus 4 mal 1 mal 1. Unter dem Bruchstrich habe ich diese 2. Und diese Klammer hoch 1/2 schreibe ich um als Wurzel. Jetzt wäre die Ableitung vereinfacht. Das heißt, Sie sollten sie, wenn die Aufgabe lautet, leiten Sie ab und vereinfachen Sie soweit möglich, sollten Sie idealerweise dieses Ergebnis stehen haben. Wenn da nur steht, bilden Sie die Ableitung, können Sie theoretisch dieses Ergebnis angeben und stehen lassen.